Ja, willkommen bei der nächsten Folge. Hier ist ein kleiner Teich. Hier werde ich einmal angeln. Und was bekommen wir? Ein Karpador. Auch dies müssen wir ein paar Mal töten. Oh ja, 500 Mal. Aber Karpador, mal ganz ehrlich, die können ja sowieso nichts. Ladungsstoß bitte. Sag ich ja. Und schon das erste Karpador down. Alles hier. Ich könnte jetzt nochmal angeln grundsätzlich. Jetzt. Weiter nicht mehr von Kram ab. Malen. Haben wir aber auch schon gefangen, war. Naja, müssen wir auch noch ein Shiny handeln. Die können uns auch noch nicht mal töten. Perfekt. Und wir leveln uns wieder ganz gut hoch. Das ist gut, dass man halt eben so eine kleine Nachholtechnik hat mit eben dementsprechend XP-Berries. Finde ich super. Vereinfacht einiges. So, einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Getrickst. Ich kämpfe vielleicht noch gegen alle Trainer. Ja, ich möchte das ganz gerne schütteln. Das fühlt sich selber schon zu oft, das möchte ich. So, die Curry-Expertin. Dann, ja, fordern wir sie heraus. Kampf-Pokémon auf jeden Fall. Nehmen wir Funkensprung. Okay. Und das war noch ein Volltreffer. Machen wir Gift-Sheep mal. Damit sollten wir doppelt gut haben. Yay, Kramor. Kramor. Oh, der Name von dem Viech ist so schwer. 2232. Gucke Dollar. Yay. Problem. Wir sind. Oh, Stahlflügel. Haben wir zwar schon. Dann ist das trotzdem gut zu haben. Nicht so schlecht. Okay, du bist das. Ja, dann hauen wir dich auch noch mal um. Weil wir wollen ja alles machen, wenn wir Shiny haben. Vergibt er nicht. Das habe ich doch auch gemacht.
Dann nehmen wir doch lieber wieder ein Flug-Pokémon. Da. Nee, Pokebälle nicht. Wir wollen Beutel. Wir wollen einen Beleber verwenden, damit auch der XP dafür bekommt. Und so. Dann fallen wir einen Ernst an und besiegt. Und Apollo hat einen Level Up. Iguana. Frag ich nicht. Ich tief. Perfekt. In seiner Bonbon. Das ist ja schon fast gelohnt. Okay, warum? Hier müssen wir sowieso später lang. Was? Ja, öffentlich. Das sollte mich gar kein Problem darstellen, wenn wir die bekämpfen. Da wir ja auch ziemlich stark sind. Manskar. Igni-Reflex. Das ist auch noch sonnig. Und nehmen wir Funkensprung. Ein Gift-Pokémon, das macht jetzt nicht viel. Ich würde auch einmal einen Funkensprung einsetzen. Ja, okay. Passt. Dann mal weiter runter. Das Pokémon, was wir noch nicht haben. Dafür auf Atari. Ja, eigentlich, das stimmt. Hier habe ich. Und dass es nicht sehr effektiv ist, solange ich den verliere, passt das. Perfekt. Besser kann es eigentlich nicht mehr stoppen. So. Da einmal reinhauen. Ich bin am überlegen, dass das Kieren soll und noch ein Angriff starte. Einen schwächeren Angriff. Gifty, wobei Gifty nicht entwickeln würde. Beim Glück. Vielleicht reicht es auch ein paar Verlese. Gutes. Dankeschön. Super. Was auch erledigt.
Ja, schauen wir uns mal an. Ja, und ich werde wieder wahrscheinlich im Bett nachhinein ein bisschen farmen gehen. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kann man auch im Nachhinein nochmal erneut erlernen. Rennpflanzen-Pokémon. Mist. Okay, dann kämpfen wir gegen dich. Karadonis, okay. Dann Funkensprung. Sollte jetzt nicht ganz so viel Schaden machen. Noch ein Funkensprung. Perfekt. Dann gehen wir mal nach hier oben. Dann sollten wir zu der nächsten TM kommen, rein theoretisch. Jawohl. Forscherin. Bei irgendeinem ziemlich komischen. Oh, zwei Stücke Paddelfußspiel gefunden. Okay. Aufhören. Hallo, mein Name ist Peter. Ich erforsche Fossilien auch. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in der Gerda findet, aus einem Körper oder einem Unterkörper. Man kann die zusammensetzen und in Pokémon zurückkommen. Man weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wer darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Dann werde ich ja jetzt wohl im nächsten Ort gerne Myon frustriert und also ja, ich will. Gehe ich mal stark von aus. Dahin noch. Das ist jetzt wieder nicht das Wichtigste. Ich hatte schon gekämpft. Ich aber auch noch gegen die beiden kämpfen. 51. Wobei ich halt nicht weiß, ob das sinnvoll ist, weil du halt nicht hast. Außer deine jetzigen Fähigkeiten. Mal schauen, beibringen. Das interessiert uns. Auflauf können wir dir beibringen. Perfekt. Was anderes haben wir da nicht, was wir machen würde. Reicht jetzt auch noch mal. Wir schauen uns mal die nächste Liga-Karte an. Wir gucken uns allgemein mal ein paar Liga-Karten an. Was haltet ihr davon? Haben wir gar nicht bis jetzt gemacht. Ja. Mein Album. Betis. Namen. Blablabla. Rückseite ansehen. Viele Probleme führten dazu, dass Betis sein Heim verlebte. Eine Unfähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen,
das mit sich, dass er ständig in Konflikte geriet. Dies änderte sich bei einem stark als Rose sein, den Heimann im Heim einen Besuch abstattete und Etis einen Pokémon schenkte. Er entdeckte sein Talent als Trainer und wurde rasch stärker bei Arena-Challenge, hatten er dank eines von Rose höchstpersönlich ausgewählten Empfehlungsschreiben teilnimmt, eilt er von Sieg zu Sieg, um die Erwartungen des Liga-Präsidenten nicht zu enttäuschen. Naja. Selber, und mit einer Unterschrift von ihm, ein herausragender Trainer, der in der Vergangenheit den Champ Cup auf dem zweiten Platz abgeschlossen hat, als Liga-Präsident für Geschäftsführer einer Industrie Rats, setzt er sich unermüdlich für die Entwicklung und den Wohlstand von Gala ein. Seine Neigung zu Gedankensprüngen erschwert die Suche nach dem roten Faden in dem, was er sagt. Das heißt, seine Assistentin sei als einzige imstande, seiner Aussage zu folgen. Hinweis, dieser Text wurde von seinen Assistenten fast. Roy, cool. Ich halte den Ruf auf. Ich zeige euch einfach die Karten, und ihr in Ruhe dann selber durchlesen. Willen. Lest euch in aller Ruhe durch. Ihr könnt dafür kurz auf Pause drücken. Das ist auch noch Holo. Sieht auch jetzt gleich einen Effekt. Ja, da haben wir gesehen, hier auch. Das schon mal, hopp. Perfekt, dann haben wir erstmal alle. Ja, und jetzt kommt ein Doppelkampf. Ein Togekiss. Interessant. Gott sei Dank ein Normal-Pokémon, was ich nichts abmachen kann. Jetzt müssen wir mal ausprobieren. Okay, das war jetzt guten Schaden. Und ein Spielball, bam. Okay, macht Monster definitiv nicht effektiv ist und sehr guten Schaden. Und die haben beide nur ein Pokémon, okay, dann ist der sowieso jetzt vorbei. Perfekt. So einfach ist das. Ich hoffe, dass wir neue Klamotten kaufen können. Ach du Drecksding. Ein Victory erscheint. Klar. Und hier die Erde. Die Platten daneben. Okay, fast besiegt. Ja, schon. Und weg mit dir. Perfekt. Renta entwickelt sich langsam mal. Ich hätte das eigentlich jetzt schon gerne auf Next Level. Aber naja, gut. Jetzt nicht bestimmt. Ja. Ich muss irgendein Pokémon nach vorne nehmen.
Ich dachte, ich Gift Elektro macht jetzt keinen Sinn im Team. Beziehungsweise rein. What the fuck? What the fuck? Okay. Okay, Marvin. Das ist ja wohl ganz besonders heute. Holy shit. Ja, Gott sei Dank paralysiert. Überall verloren, ey. Umsprung lohnt sich gerade nicht. Vogelbaum ist klein. Und naja, ich lege. Ja. Und ein halber Punkt. Perfekt. Auch das haben wir besiegt. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe mir ein bisschen Angst. Ja, cool. Ach, Haupt wartet ja schon wieder auf uns. Eine Kampfarena. Etwas kaufen. Wollen bitteschön. Mal F4 von. Und nur bitte heilen. Perfekt. Pokerjobs. Okay, Feuer-Pokémon, das sollten wir hinkriegen. Feuer-Pokémon. Pokémon. Ein Pokémon bis kein Feuer, das weiß ich. Pflanze ist das Evoli. Evoli sein könnte, wenn man es mitnehmen würde. Brauchen wir aber nicht oder wollen wir nicht. Oh, du bist Gesteinfeuer. Oh, Feuer. Feuer. Du bist Urgestein oder Käfer? Käfer. Müsste Geistfeuer sein. Rein. Hier 5. Ja. Ja. Ganzen Tag. I'll go for it.
Boden-Pokémon. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen interessant. Habe ich überhaupt so viele Boden-Pokémon? Was ist ein Boden-Pokémon? Ja, Boden-Pokémon habe ich einige. Ja, in der Tat. Was du? Du hast nur Kampf oder Gampf? Heißt nicht Kampf. Du bist normal, oder? Ist Boden. Und haben wir auch da wieder 5 Stück. Entsenden. Später. Hallo, Swagonbau. Muss mal schauen, ob ich so ein Blitz-Pokémon habe. Mal grundsätzlich. Ist die Show. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich gestehen. 1. Ob das wird das knapp. Das ist sogar echt Elektro-Pokémon. Ist noch Elektro. Bei 3. Oh, glaube ich 3 Elektro. Und ja gut, ich habe auch 3 mal hier 7. Was hilft da? Ich jetzt erst. Okay. Nehmen wir nochmal normale Pokémon erstmal mit. Müsste normal sein, ne? Mal. Da bist du. Nein, ich hole. Wieder pur Flug oder normal? Flug. Normal. Ja, Rudi. Ups. Ja. Und. Mauzi müsste normal sein. Immer Mauzi noch. Senden. Tag. Viel Spaß. Eispop. Wird auch wieder eine Herausforderung sein, aber ich habe ein paar gefangen. Du bist ein Eis-Pokémon. Du bist ein Eis-Pokémon. Und dass ich hier noch einen hatte. Pokémon. Und das andere nicht. Ja, ich möchte den ausgewählten senden. Senden. Ganzen Tag. Das ist das Coole. Du kannst halt durch die Pokémon-Dinger. Auch gut. Haben. Für die Dinger, die du einfach im scheiß Kasten hast, ja. Heißt, du musst dir keine Sorgen machen, irgendwie nachzuleveln. Und einfach automatisch.
Muss schon noch meine ganzen Elektrofiguren. Oh. Das sind jetzt nur drei, aber das sollte reichen. Passt. Es passt. Oh, die konnte ich in 2 Stunden abholen. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Danke. Bis später.